Herzlich willkommen. Heute geht es darum, warum Bio doch besser ist. Und auch heute kannst du zwei meiner Bücher gewinnen. Klartext Ernährung, das habe ich zusammengeschrieben mit Professor Klaus Leitzmann. Und ehrlich gesagt, das sind drei Bücher, 1, 2, 3. Also sind es dann insgesamt 6 Bücher. Ich kann rechnen, obwohl ich Ärztin bin. Nein, Spaß beiseite. Aber was du dazu tun musst, um zu den Gewinnern zu gehören, das erfährst du während des Videos. Tja, warum ist Bio jetzt doch besser? Ganz viele Gründe gibt es dafür, aber ganz wichtige sind, Pflanzenschutzmitteln und E-Nummern gehören zu unserem Ernährungsalltag, wobei versichert wird, sie seien nicht schädlich. Hinter dem Begriff Pflanzenschutzmittel verstecken sich Unkrautvernichter, Schädlingsbekämpfungsmittel, Mittel gegen Pilzbefall, gegen Schnecken, gegen Würmer und auch gegen Nagetiere. Viele von dieser Stoffe gehören zu den Chlorchemikalien oder chlorierten Kohlenwasserstoffen, von denen man weiß, dass sie zu nervösen Störungen, Lebervergiftung, Schädigung des Immunsystems und so weiter führen können. Bei den E-Nummern, die auf Zusatzstoffe in den Nahrungsmitteln hinweisen, da handelt es sich um Farbstoffe, um Schaum- und Süßungsmittel, um Geschmacksverstärker und Aromastoffe. Im Übrigen, bereits schon zugelassene Zusatzstoffe, ehemals als fremde Stoffe im Übrigen bezeichnet, wurden aufgrund von später gefundenen giftigen Wirkungen bei uns Menschen wieder verboten. Naja, dafür wurden aber neue Chemikalien in die begehrte Liste aufgenommen und Höchstmengen für jeweils einzelne Stoffe deklariert. Da wir Menschen aber erst seit wenigen Jahrzehnten mit dieser Wahnsinnsvielfalt von schädlichen, von neuen Stoffen konfrontiert werden, an die wir überhaupt nicht genetisch angepasst sein können, befindet sich unser Immunsystem natürlich in ständiger Alarmbereitschaft. Bei den Pestiziden sind weltweit 700 Wirkstoffe zugelassen, die mit 1200 Zusatzstoffen versetzt sind. Daraus sind 25.000 Präparate entstanden, die heute immer wieder eingesetzt werden. Deren Wechselwirkungen sind bisher im Übrigen nur wenig untersucht. Bei den Zusatzstoffen, die Kombination von E173 ist Aluminium und E330 ist die Zitronensäure beispielsweise, steht im Verdacht für Demenzerkrankungen mitverantwortlich zu sein, da nämlich die Zitronensäure verhindert, dass ins Gehirn gelangte Aluminium wieder ausgeschleust werden kann. Beide Stoffe dürfen jedoch in unbegrenzter Menge jedem Lebensmittel zugesetzt werden, weil sie einzeln für sich nicht schädlich für uns sein sollen. Unser Körper ist aber ein offenes biologisches System. Täglich werden aus den aufgenommenen Nahrungsmolekülen über 1 Milliarde neuer Zellen gebildet. Im Laufe eines Jahres sind wir zu fast 100% rund erneuert. Es herrscht ein ständiger Wechsel der Stoffe in unserem Körper. Je besser die Nährstoffe, je weniger belastend die Zusatzstoffe, desto gesünder sind natürlich unsere neu gebildeten Zellen. So bestimmen wir vor allem über die Nahrung, die Qualität unserer Körperzellen und damit natürlich über unsere Gesundheit selbst. Das ist unser wertvollstes Vermögen, das betreut werden möchte. Bitte spart nicht an gesunden Nahrungsmitteln, an Bio-Lebensmitteln. Bleib auf der sicheren Seite. Lass nur höchste Qualität in deinen Körper. Kontrolliert biologische Lebensmittel gewährleisten diese Ansprüche, da sie strengsten und teuren Kontrollen unterworfen sind. Und sie sind ihren Preis wert. Und ihr könnt sicher sein, dass diese Investition in deine Gesundheit die höchsten, aber wirklich die allerhöchsten Gewinne abwirft. Ja, das war ein heißes Plädoyer für Bio-Lebensmittel. Aber in diesem Buch habe ich auch darüber noch ganz viel geschrieben, weil auch diese Zusatzstoffe und diese ganzen Pestizide natürlich auch noch was mit unserer Erde zu tun haben. Weil die soll doch, diese wunderbare, schöne Erde soll doch auch überleben dürfen. Und da gehören einfach keine giftigen Stoffe dazu. Ja, und jetzt, du möchtest dieses Buch gewinnen. Also, was sollst du tun? Daumen nach oben, Kanal abonnieren.
Schreibe rein, was du von Pestiziden hältst, von Zusatzstoffen, wie du es damit handhabst, ob du viel davon zu dir nimmst. In Fertignahrungsgerichten sind Unmengen an Zusatzstoffen und in nicht kontrollierter Ware ganz viel an Pestiziden. Vergiss das nicht. Und natürlich teile dieses Video, weil ich finde, es muss jeder wissen, was er sich zuführt, wenn er isst. Und unser Körper, unsere Gesundheit ist so ein wertvolles Gut. Darin sollen wir investieren, bevor wir in andere Dinge investieren. Ja, und wenn du noch mehr meiner Videos sehen möchtest, dann kannst du das hier tun. Ansonsten hoffe ich, du gehörst zu den Gewinnern und bist auch das nächste Mal dabei beim nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich dir, dass du gesund bleibst. Tschüss!